Wir wissen inzwischen, dass der Täter gestern Abend mit dem Zug über Fulda nach München gekommen ist, sich am späten Abend in München nach einem Hotel umgesehen hat, in dem er nächtigen konnte. Aufgrund dessen, dass er nicht genügend Barmittel dabei hatte, konnte er nicht im Hotel übernachten und hat sich dann im Bereich des Hauptbahnhofs München aufgehalten. Dort hat er eine weitere Person kennengelernt, einen Ungarn, zu dem es vorher keine Vorbeziehung gab, mit dem sich wohl im Bereich München aufgehalten und zusammen offenbar mit dieser Person eine Zeit lang verbracht. Der Täter hat dann angegeben, dass es ihm unwohl gewesen wäre und dass er den Bahnhofsbereich dort verlassen wollte. Er hat dann seinen Rucksack, der in einem nahegelegenen Hotel, in dem er eigentlich übernachten wollte, wieder geholt und ist dann zum Stachus gelaufen und dort in die nächste S-Bahn in Richtung Grafing eingestiegen. Einen besonderen Grund, warum er nach Grafing gefahren ist, gibt es unserer Kenntnis nach bisher nicht, sondern das war der Weg letzten Endes raus aus München, raus aus der Großstadt, vielleicht mit dem Ziel einer Weiterreise nach Österreich. Wir wissen aus Videoüberwachungsaufnahmen vom Bahnhof in Grafing, dass er dort gegen 1.38 Uhr wohl schon anwesend war und sich dann den Rest der Nacht im Bereich des Bahnhofs in Grafing aufgehalten hat. In den frühen Morgenstunden, etwa gegen 4.45 Uhr, hat er dann mehr oder weniger planlos auf einen Passanten eingestochen, der auf dem Weg zur S-Bahn war, um nach München zu fahren. Er hat, nachdem er diesen schwer verletzt hatte, abgelassen, ist dann auf den Bahnsteig gegangen und hat dann die nächste Person, einen weiteren Mann, ebenfalls mit dem Messer angegriffen, ist danach auf den Bahnhofsvorplatz gegangen und hat dort noch zwei weitere Personen mit dem Messer schwer verletzt. Es ist um 4.45 Uhr bereits ein Notruf abgesetzt worden von einem der Verletzten. Es sind in der Folge natürlich noch weitere Notrufe beim Polizeipräsidium in der Einsatzzentrale eingegangen. Die Polizei ist dann sofort vor Ort gefahren und konnte den Täter noch auch mit dem Tatmesser in Tatortnähe festnehmen.